liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen in der ersten Bücherwoche des neuen Jahres. Ja, so schnell kann es gehen, ist auch schon die erste Woche wieder um. Und diese Woche war lesetechnisch sehr, sehr gemischt. Es war ein absoluter Flop dabei und ein wirklich geniales Highlight und ein sehr gutes Highlight, sagen wir mal so. Und es wurde mit einem neuen Buch beim gemeinsamen Lesen gestartet und es wurde Serien geguckt, es gibt tolle Neuzugänge, das Leseclub-Buch für Januar wurde gewählt, es gibt serientechnisch, eine zweite Staffel hat begonnen, allerlei Interessantes und ich denke, wir fangen jetzt einfach wie immer mit den Büchern an. Als erstes beendet, habe ich Echo Boy von Matt Haig. Das ist ja sein erstes Jugendbuch, mehr oder weniger. Und ich empfand es gar nicht so jugendlich, nur weil die Protagonisten jugendlich sind oder die Protagonistin. Macht man nicht immer ein Jugendbuch drauf, denn die Quintessenz der Story ist doch sehr erwachsen und sehr interessant. Dann habe ich, ich sag's einfach mal, abgebrochen. Das neue Buch von Stephanie Meyer, The Chemist, die Spezialistin. So knapp ein bisschen was über der Hälfte habe ich die Woche beschlossen. Das geht so für mich nicht weiter und habe ich abgebrochen. Und zuletzt beendet habe ich Perfect von Cecilia Ahern. Das habe ich als Hörbuch im Audible-Abo gehört und das habe ich heute direkt am Samstag beendet und somit die Dilogie auch abgeschlossen. Und gemeinsam gelesen wird Terror von Dan Simmons. Da hinke ich leider dem heutigen Leseabschnitt noch nach, aber das ist bei einem fast 1000 Seiten Buch natürlich nicht das Problem. Aber dazu natürlich auf jeden Fall später mehr. Ja, ich glaube, wir machen auch direkt mit den Büchern so ein bisschen weiter. Wie ihr schon mal sehen könnt im Hintergrund, die Weihnachtsdeko ist weg. Ja, gestern am 6. Januar ist bei uns immer so der klassische Tag des Deko-Abräumens. Bei mir ist auch alles weg, bis auf das draußen an einem Baum noch so große Kugeln, Weihnachtskugeln hängen. Wir kommen nur an dem Baum nicht ran, weil diese Woche ja sehr winterlich war. Gestern, glaube ich, die Höchstkälte von minus 17 Grad erreicht hat und man da natürlich keine Leiter irgendwo hinstellen möchte, wenn es unten drunter wunderbar glatt ist. Ja, das Wetter ist für mich ein absoluter Albtraum. Ich bin kein Winterkind. Ich finde das weiße Elend da draußen mehr als schlimm. Ich hasse die Kälte. Da zieht sich alles in mir zusammen und ich würde mich am liebsten ins Bett verkriechen. Und gestern wurde also am 6. alles abdekoriert. Dementsprechend sieht es jetzt irgendwie unglaublich kahl und duster aus. Das seht ihr natürlich nicht. Aber es ist irgendwie schon wieder sehr gewöhnungsbedürftig. Auch keine Lichter mehr an den Fenstern und Tannenbaum, Christbaum ist weg und Aber gut, das ändert natürlich nichts an dem Lesegenuss dieser Woche und ich hatte Spätschicht, dementsprechend natürlich gerade Vormittag ein bisschen Zeit zum Lesen und auch an den Abenden bzw. dann in der Nacht, wenn mein Schlafrhythmus eh nicht funktioniert. Denn das tut er irgendwie in der Spätschicht einfach noch schlechter als so. Sonst schon so, also ne, ich schlafe da sehr wenig, noch weniger als sonst. Dementsprechend freue ich mich jetzt auf meinen Urlaub. Aber das ist nicht weiter tragisch. Also ich finde, man kommt auch mit wenig Schlaf aus. Dementsprechend ist bei mir immer Schlaf überbewertet. Und ich habe die Woche begonnen, beziehungsweise als erstes Buch habe ich Echo Boy beendet von Matt Haig. Und zwar ist das am 9. Dezember 16 im DTV Verlag erschienen. Kostet als Taschenbuch 12 Euro und als E-Book 10 Euro und hat 400 Seiten. Ja, ich habe ja von Matt Haig bereits Ich und die Menschen gelesen, was ich unglaublich gut damals fand, war auch schon ein Jahreshighlight zur damaligen Zeit und ich habe die Red Lace gelesen. Da ging es ja eher so um eine Gruselschocker-Familie, das war ganz unterhaltsam, aber jetzt nicht so richtig mein Buch. Und Echo Boy ist sozusagen das erste Jugendbuch, wo ich aber nicht ganz zustimme, dass es tatsächlich ein Jugendbuch ist. Nur weil die Charaktere und gerade auch die Protagonistin jugendlich sind, macht es das nicht immer zu einem Jugendbuch. Also da gehören auch andere Dinge für mich dazu, die dieses Buch das nicht so gegeben haben. Ja, wir sind hier weit in der Zukunft, im 22. Jahrhundert.
Und ja, die Welt hat sich verändert. Sie ist technologisch weiter entwachsen geworden und es gibt jetzt eben künstliche Intelligenz. Es gibt eben Roboter, die weiterentwickelt wurden, die aussehen wie Menschen, die sich auch so anfühlen wie wir Menschen, die nur perfekter sind als wir Menschen, denen aber das Menschliche sozusagen fehlt und das sind eben die Echos. Und wir lernen die 15-jährige Audrey kennen und sie hat vor 2 Wochen ihre Eltern verloren und dieses Verlieren erleben wir dann noch einmal mit, denn es geschieht bei einem scheinbaren Unfall und wir merken aber recht schnell, dass das kein Unfall war, denn die Eltern von Audrey wurden von einem Echo getötet. Besser gesagt, von einem sehr weiterentwickelten Echo, der eine Fehlfunktion gehabt haben soll und dann eben seine Besitzer sozusagen getötet hat. Und ja, Audrey flüchtet zu ihrem Onkel, der selbst sehr groß dabei ist, ja, Echos herzustellen, überhaupt dieser Technologie sehr positiv gestimmt ist. Und der aber immer so ein Problem auch mit ihrem Vater hatte, beziehungsweise der Vater von Audrey, ja, der Technologie gegenüber schon ein bisschen kritischer entstanden war. Und wir sind hier in einem technologiebedarften Haus, wo sich die Fenster öffnen auf Kommando und die Türen und das ist schon manchmal, finde ich persönlich, ein bisschen gruselig. Und sie trifft, Audrey trifft dann dort eben auf einen Echo namens Daniel. Und ja, Daniel ist kein so richtiger Echo, denn er ist ein Prototyp und ja, Audrey soll noch herausfinden, was es mit dieser neuartigen Technologie so auf sich hat und ja, wieso ihre Eltern scheinbar von einer Fehlfunktion eines Echos ja, im Grunde gestorben sind und sie diese dann im Grunde auch verloren hat. Und merkt in ihrer ach so modernen und Technologiewelt, ja, was denn wirklich den Mensch zum Mensch macht und warum sich der Mensch manchmal über alles andere setzen muss, möchte, soll, könnte. Ja, Matthew Haig schafft es hier, eine unglaublich geile Geschichte zu erzählen. Und ich verwende dieses Wort geil sehr, sehr selten, aber das beschreibt genau das, was ich beim Lesen gedacht habe. Es geht unglaublich spannend los. Wir treffen Audrey, wir lernen diese Welt kennen, die er wirklich unglaublich gut beschreibt. Er nimmt uns wirklich mit in die Zukunft. Er lässt uns durch Audreys ja, Blick im Grunde die Welt sehen. Wir erleben den Konflikt, den die Menschen mit sich haben, wie die Menschen über den Dingen stehen oder eben nicht. Wir erleben Echos, die uns auf ihre Art und Weise tatsächlich erzählen, warum sie eben nicht menschlich sind, beziehungsweise was eben den Mensch zum Mensch macht. Und diese Welt lernen wir kennen. Das ist eine großartige Welt und sie ist unserer gar nicht so fern, sondern eben einfach 5 Schritte weiter gedacht. Dennoch bleibt das Menschliche im Menschen natürlich, ja, vorhanden. Und Audrey zeigt uns das mit ihren 15, 16 Jahren doch sehr, sehr gut, was ja, den Mensch zum Mensch macht. Und dass das gar keine einfache Frage ist, denn wir sind hier wirklich in so einer Zukunftswelt und wir Menschen sind der Meinung, wir sind Gott. Und ich glaube, das sind wir auch heutzutage schon gar nicht so weit davon entfernt. Und man spürt das eben in der Geschichte, wie klein es anfängt zwischen 3, 4 Leuten einer Familie, die nicht einer Meinung sind, was Echos betrifft, bis es dann eben groß in die Gesellschaft geht und was man dann eben auch mit Echos tut, die eben irgendwie einen Fehler haben, eine Fehlfunktion haben oder eben nicht so geworden sind, wie sie sollten und nicht das machen, was sie sollen. Und ja, wenn man das hinterfragt in einer Gesellschaft, die sich eben darauf ausruht, dass der Mensch Mensch ist und ein Echo eben kein Mensch, ja, kommt das Gleichgewicht dann doch ganz schnell wieder außerhalb des Gleichgewichts, des Gleichgewichts in Schwanken. Und der Mensch ist eben nicht Gott, insofern es diesen überhaupt gibt. In der Welt von Mattel gibt es das nämlich nicht. Und man merkt, ja, wo bringt uns unsere unsere Unmenschlichkeit eigentlich hin? Und Matt Haig schafft das mit Worten zu spielen, mit Weisheiten das Buch zu spicken und aus diesem Grund ist das für mich eben auch kein Jugendbuch, sondern es ist ein sehr erwachsenes Buch, ein sehr menschliches Buch und dieses Buch macht es ähnlich wie ich und die Menschen und hält uns Menschen einfach mal den Spiegel vor und zeigt uns, wo unsere Arroganz denn so hinführen könnte.
und was eben dazu zu tun ist, damit der Mensch nicht abhebt und eben sich nicht fühlt wie der Herrscher auf dieser Welt, sondern dass wir eben auch nur ein Teil dieser Welt sind. Und das pickt er wunderbar mit Weisheiten ein. Eine ganz tolle, spannende Geschichte. Und er schafft es eben durch die Augen von Audrey, uns die Welt durch eine Jugendliche sehen zu lassen. Und gleichzeitig erleben wir eben noch eine zweite Perspektive, die es unglaublich spannend macht. Und dieses Buch will man dann einfach nicht mehr aus der Hand legen. So war es dann bei mir tatsächlich. Ich habe die 400 Seiten genossen. Ich habe sie verschlungen. Ich habe sie geliebt. Ich habe gerade zum letzten Drittel hin wurde es unglaublich spannend. Ich habe da auch das ein oder andere Tränchen vergossen. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe nachdenklich die Seite auch einfach mal obligatorisch sozusagen geschlossen, um das zu verarbeiten, was ich gelesen habe. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch geworden, das einem wieder zeigt, dass es eben unter diesen vielen, vielen tausend Büchern, die es gibt, und auch unter diesen vielen Büchern, die man auf dem Sub hat, eben auch so kleine Schätze liegen, so Diamanten liegen. Und da gehört auf jeden Fall Echo Boy von Matt Haig dazu. Ich habe auch mal noch ein Zitat rausgeschrieben, was mir unglaublich gut gefallen hat. Philosophie ist sogar ziemlich cool, weil es nur darum geht, nachzudenken. Und das macht uns Menschen zu etwas Besonderem. Verglichen mit Echos zum Beispiel. Wir denken über Dinge nach und tun sie nicht nur. Deshalb existieren Bücher, Gemälde und andere Kunstwerke. Sie sind ein Versuch, uns selbst zu begreifen. Muss ich mehr sagen? Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Ein grandioses Buch, absolute Leseempfehlung, und es war wirklich ein toller, toller Einstieg in das Lesejahr 2017 und hat mir unglaublich gut gefallen. Also es ist wirklich ein Highlight, großes Bücherkino, und hat mir gut gefallen. Könnte ich mir auch durchaus sehr, sehr gut als Buchverfilmung vorstellen. So auch schon wie Ich und die Menschen, wo ich denke, da kann man bestimmt eine wunderbare Welt erzählen, eine wunderbare Welt stricken und tolle Schauspieler finden. Und was eben auch ganz gut geht, dadurch, dass die Echos ja auch sehr menschlich aussehen. So einen Film gab es ja schon mal mit Robin Williams. Ich fand es großartig. Es war innovativ, es war dann dennoch das typische Problem der Menschen, und das alles in einer grandiosen Geschichte mit einer tollen Sprache und wirklich tollen Gedanken. Also ja, Leseempfehlung, großes Kino, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Nach diesem perfekten Buch konnte es nur schlecht werden. Nein, das will ich gar nicht sagen. Meine Erwartungen an Chemist, die Spezialistin von Stephanie Meyer, war unglaublich groß. Erschienen ist es am 8. November im Scherz Verlag, kostet gebunden 23 Euro, als E-Book 20 Euro, hat 624 Seiten und ist das neue Buch von Stephanie Meyer, die wir ja wahrscheinlich alle kennen aus der Twilight-Biss-Reihe, eine Jugendbuchreihe mit einer Dreiecksgeschichte, die damals, als sie herauskamen, irgendwie wahrscheinlich den Zeitgeist gepackt hat, diese Dreiergeschichte mit Werwolf und Vampir irgendwie wieder in die Moderne geruckt hat, und mir aber dann Seelen von ihr viel, viel, viel besser gefallen hat. Ich diese Idee, die sie da ein bisschen Science-Fiction-mäßiger hatte, unglaublich gut fand. Und ich mega gespannt war, wie hier dieser Erwachsenen-Krimi-Thriller mit einem weiblichen Jason Bourne funktionieren wird. So waren meine Erwartungshaltungen groß, groß, groß. Und ich war total happy, als das Buch vom Scherzverlag bei mir angekommen ist. Ich mich mega gefreut habe, dass ich das Buch zum Rezensieren erhalten habe. Und umso mehr mit mir gekämpft habe, und ich unbedingt wollte, dass mir das Buch gefällt. Ich es aber nur bis Seite 320 geschafft habe, also ein bisschen mehr als die Hälfte gelesen habe. Und ich dann aber gesagt habe, nein, 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 das ist einfach nicht dein Buch. Wir haben hier Alex bzw. Juliana, die eine Verhörexpertin irgendeines amerikanischen Geheimdienstes war. Sie hat nur knapp einem Anschlag, ist sie entgangen und hat diesen überlebt und taucht nun aber unter, denn sie weiß nicht mehr so recht, wer ist Freund und wer ist Feind, und sie hält eigentlich sowohl in dieser Geheimdienstgesellschaft wie auch andere Menschen als ihren Feind und ist eben auf der Flucht
versteckt sich in verschiedenen Städten, an verschiedenen Orten und hält sich da wirklich für eine Expertin und tut auch alles, dass sie nicht gefunden wird. Man will sie scheinbar ausschalten, auch die Regierung ist hinter ihr her, wegen Informationen, die sie scheinbar hat. Und ja, wir verfolgen sie eben zu Beginn mit vielen falschen Identitäten auf ihrer Flucht und erfahren über Seiten hinweg, wie sie ihren eigenen Wohnraum kontrolliert und sich absichert. Und ja, sie ist ständig auf Vorsicht, ständig auf der Hut. Sie fährt zig Meilen, um irgendwo E-Mails zu lesen, damit ja nicht nachvollziehbar ist, dass sie das ist, dass sie zu diesem Mail-Account gehört. Und ja, man erfährt ja sehr detailliert ihr Leben. Und das ist, glaube ich, schon das Grundproblem dieser Geschichte. Ja, ich kann ja jetzt nicht wirklich so viel dann auch zum Ende sagen, weil ich habe eben nach 300 Seiten abgebrochen oder 320 Seiten und will einfach mal kurz erklären, warum. Ich erwarte einen Erwachsenen-Thriller, ich erwarte einen weiblichen Jason Bourne und ich bin ein Riesenfan der Bourne-Reihe, habe auch 1 und 2 sozusagen aus der Buchreihe von Ludlum gelesen und da ich das aber das sehr abgewichen hat dann von den Filmen, ja, habe ich dann beschlossen, nur die Filme zu gucken, weil ich bin riesen Matt Damon-Film und ich mag die Atmosphäre aus den Jason Bourne-Filmen unglaublich gerne. Und ich dachte hier, hey, wir haben hier mal eine knallharte Expertin, wir haben hier einen weiblichen Charakter, da kann man sich einfach mal drauf freuen, weil die typischen Actionfilme ja tatsächlich meistens einen männlichen Protagonisten haben. Und ich habe mich hier sehr auf Juliana bzw. Alex gefreut, je nachdem, wann wir von ihr lesen, wissen wir, wie sie heißt. Und ja, habe mich da unglaublich gefreut und habe was Rasantes, Schnelles, Actionreiches erwartet und habe aber alles andere als das bekommen. Stephenie Meyer verfällt in Detailreichtum. Die ersten 100 Seiten dieses Buches haben en Detail beschrieben, wie sie sich vor der Welt schützt. Also das geht los von, wie sie ihre Wohnung sichert, wie sie ihre Wege sichert, wie sie sich selbst sichert, dass sie mit einer Gasmaske schläft, dass sie überall in ihrer Wohnung, in ihrem Schutzraum an sich selbst Chemikalien hat, die ihr irgendwie, sollte ihr irgendwer zu nahe kommen, eben das Überleben sichern und das über Seiten hinweg. Und man denkt sich bestimmt 10-mal auf diese 100 Seiten, ja, ich habe es begriffen. Dann kommt uns natürlich auch nicht komisch vor, dass sie per E-Mail kontaktiert wird und ihr alter Kollege sie um einen Gefallen bittet, als Verhörexpertin da nochmal irgendwie mit einzugreifen und wir es auch immer noch nicht komisch finden, dass sie dieser Aufforderung im Grunde nachkommt, wo sie ja gerade noch auf der Flucht war. Ja, ist sie auf einmal dabei, nimmt einen Mann fest, der scheinbar irgendwie das amerikanische Volk bedroht und ja, sie hat auch keine Skrupel, diesen zu foltern, was ich unglaublich fand, denn wenn man bedenkt, dass Stephenie Meyer ist ja eine bekennende Mormonin und das hat ja in der Bissreihe dazu geführt, dass Edward und Bella keinen Sex vor der Ehe haben durften. Auch hier in diesem Erwachsenenroman gibt es im Grunde keinerlei Sexualität, hatte ich zumindest das Gefühl, das schalten wir als Menschen einfach mal komplett ab. Ja, und Sex vor der Ehe geht nicht, aber dass wir hier mal irgendeinen verhören mit unglaublicher Quälerei, mit Folter, das ist komplett legitim, solange es eben der Feind der USA ist. Und das lässt mich einfach kopfschütteln, das lässt mich einfach ungläubig als Leser zurück. Und wenn wir dann eben auch noch hören, dass der Mann, den wir hier foltern, auch wohl noch Ex-Geheimdienstler war, da fragen wir uns, ist der Zufall nicht zu groß? Dann kommt noch dazu, dass besagter Folteropfer sich auch noch scheinbar in unsere Protagonistin irgendwie verliebt und aus dieser taffen, starken Frau, die hier auf der Flucht ist, die genau weiß, was sie tut und die ja locker, sage ich jetzt mal, Anfang 30 sein muss, nach all dem, was man so erfährt, da wird sie auf einmal zum Mädchen mit gleich jungfräulicher Art und ja, sie wird im Grunde zu einer alten Jungfer, die es auf einmal scheinbar ganz dringend nötig hat und sich da mit ihrem Opfer irgendwie in eine Liebesgeschichte wirft und man denkt sich, das ist doch jetzt nicht Stephenie Meyers Ernst. Ja, so ähnlich habe ich mich durch 320 Seiten gequält, ständig gefragt, ob das Stephenie Meyer wirklich ernst meint. Und dann haben wir einen Punkt in der Geschichte,
nachdem uns stundenlang erzählt wurde, wie wir mit Chemikalien an uns selbst irgendwie uns schützen können, wo wir irgendwie uns auf die Flucht begeben müssen. Und da, wir haben hier Spezialisten des Geheimdienstes der USA, wo ich erwarte, dass die wissen, wie sie aus prekären Situationen wieder herauskommen. Und hier wird etwas angewendet, wo ich einfach nur sagen kann, Leute, da bin ich raus. Und das war für mich wirklich der Punkt, wo ich dachte, nein, nein, nein. Es gibt, das ging einfach für mich überhaupt nicht. Da habe ich so den Kopf geschüttelt und das Buch einfach noch hingelegt und gesagt, mit dir bin ich fertig. Also das, es ging einfach nicht. Ich fand es wirklich mehr als verwerflich, was, wie hier mit Folter, wie selbstverständlich das angewendet wurde. Ja, es ist ein Actionbuch. Ja, es werden Menschen gefoltert auf dieser Welt. Ich will das gar nicht in Frage stellen und ich heiße das nicht gut, aber das gibt es auf der Welt. Ich reg mich auch gar nicht irgendwie darüber auf, dass es so ist, sondern wie uns das hier präsentiert wurde. Denn von einer, die nichts von Sex vor der Ehe hält, erwarte ich doch, dass die ein bisschen kritisch damit umgeht, dass ihre Protagonistin hier eine Verhörexpertin ist. Und wenn sie zumindest ein bisschen Skrupel hätte, da hätte ich noch mit leben können. Aber nein, das ist alles absolut in Ordnung, denn wir sind ja hier in den USA und die USA hat immer recht und der Feind ist der Feind und der darf auch gefoltert werden. Zudem gibt es in diesem Buch unglaublich wenig Interaktion, es gibt kaum Dialoge, es wird alles immer nur sehr theoretisch erzählt, was ich unglaublich langweilig fand und unglaublich fad fand, denn es geht halt immer nur, was sie sieht, was sie macht, was sie sieht, was sie macht, wie sie denkt, warum sie denkt, und was sie wieder macht und was sie sieht. Und irgendwann will ich das nicht mehr wissen. Irgendwann habe ich es gerafft, wo ich bin, warum ich da bin. Und ich möchte Interaktion. Ich will, dass Menschen miteinander sprechen. Ich will Gedanken hören. Ich will was mitbekommen. Ich will Gefühle. Ich will einfach irgendwas, das mir diese Protagonistin ans Herz geht. Aber sie war mir eigentlich herzlich egal. Und dann kommt ja noch dazu, dass sie ständig mit Chemikalien am Körper umherläuft, die ja alle in die Luft sprengen, die um sie rum ist. Und sie läuft da locker einfach mal durch die Welt. Sag mal, halten die uns alle für doof? Also ich kann mich über dieses Buch eigentlich nur aufregen. Ich fand es zwischen langweilig und Aufreger wirklich unmöglich. Und ich hätte keine Seite mehr lesen wollen. Spätestens als dann dieser Trick kommt, wie sie da aus dieser Falle rauskommen, da dachte ich, nee, jetzt ist wirklich gut. Das fand ich nämlich als Tierschützer gleich noch verwerflicher und dachte mir, nee, Stephanie Meyer, damit hast du jetzt wirklich alles abgeschossen. Bei mir bist du raus, bei mir bist du unten durch. So geht es nicht, dass man Geschichten erzählt. Ein schlechter Schreibstil, langweilig, ohne irgendwas und man hat das Gefühl, ja, es ist gut recherchiert. Sie hatte hier scheinbar wirklich Fachleute am Werk, die ihr das mit der Chemikalien und den bösen Foltermethoden wunderbar erklärt hat und sie es in keinster Weise scheinbar in Frage gestellt hat. Ich es aber als Leser durchaus in Frage stelle und es einfach nicht gut finde, wie mit diesem Thema umgegangen wird und es war einfach schrecklich. Dann nützt es auch nicht, dass es ein schön anzusehendes Buch ist, dass das Buchcover toll ist. Nein, 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 auch der Inhalt muss stimmen, liebe Stephanie Meyer. Und es ist für mich einfach nur schrecklich. Also ich, muss ich mich direkt erstmal sortieren, mal kurz mein eingeschlafenes Bein ausstrecken und wieder entregen sozusagen. Also es war wirklich keine Leseempfehlung. Ich hoffe, das ist jedem klar geworden. Das Buch ging einfach überhaupt nicht. Außer man steht auf langweilige Bücher ohne Interaktion, ohne Dialoge, ohne... Ja, und hat selbst vielleicht keine Skrupel. Dann kann dieses Buch durchaus gut sein. Dann dürft ihr es natürlich selbstverständlich lesen. Ich leider nicht. Also ich bringe es auch nicht zu Ende. Ich will auch nicht wissen, wie es ausgeht. Es ist mir vollkommen egal. Und also diese 320 Seiten waren im Grunde verschwendete Lesezeit, die ich dann lieber mit Büchern verbracht hätte, die, Und manchmal merkt man eben, dass Namen allein nichts helfen, um eine Geschichte gut zu machen, auch schöne Cover nichts helfen und auch ein spannender Klappentext. Man fällt eben auch als erfahrener Leser immer wieder darauf rein, weil man es eben auch einfach nicht wissen kann. Ja, so ist es manchmal. Ja, weiter ging es dann mit einem Hörbuch in meinem Audible-Abo, in meiner Audible-App. Und zwar habe ich Perfect gehört,
Willst du die perfekte Welt von Cecilia hören? Das ist am 17. November 2016 im Fischer Jugendbuchverlag erschienen. Gebunden kostet es 19 Euro, als E-Book 15, als Hörbuch regulär 12. In der Audible-App gab es das eben für einen Gutschein, also für 9,95. Hat 480 Seiten und ist der Abschluss der Dilogie. Da gehört Flawed dazu und jetzt eben Perfect. Zu dem zweiten Teil was zu erzählen, ist natürlich immer unglaublich schwierig. Ich packe euch mal meine Rezi sozusagen, also meine Bücherwoche, wo ich über Flawed gesprochen habe, in die Infobox. Also diese ganze Welt, in der wir uns befinden, verfolgen wir Celestine, ein junges Mädchen, was perfekt ist. Sie hat die perfekte Familie, die Modelmutter, den Journalisten als Vater, die perfekte Schwester, ist perfekt in der Schule, ist perfekt in ihrem Leben, hat den perfekten Freund, der wiederum ist der Sohn des obersten Richters der Gilde und das Leben scheint perfekt. Der perfekte Weg liegt vor ihr. Und denn wir sind in einer perfekten Welt und es gibt eben, wo es ein Licht gibt, gibt es auch Schatten. Es gibt eben auch die fehlerhaften Menschen in dieser Welt, die eben auch mit einem F gekennzeichnet sind und denen man unter keinen Umständen helfen darf, denen man auch nicht, wie es Celestine tut, im Bus einen Platz anbieten darf, wenn sie kränklich vor sich hin husten. Und Celestine wird das eben in ihrer perfekten Welt zum Verhängnis und sich selbst wird als fehlerhaft gekennzeichnet. Doch das eigentliche Problem, was der Vater ihres Freundes mit ihr hat, ist nicht, dass sie einem Fehlerhaften geholfen hat, sondern es auch noch bewusst getan hat und somit der Gilde und dieser perfekten Welt eigentlich indirekt gedroht hat, dass es eben gar nicht so verwerflich ist, wenn man eben einem Fehlerhaften hilft. Und Celestine soll eben ihre Aussage vor Gericht widerrufen und tut das nicht und wird nicht nur einmal oder zweimal mit dem Brandeisen F, also für fehlerhaft, gekennzeichnet, sondern um einiges mehr. Und damit beginnt nicht nur Celestines Kampf um ihre eigentliche Existenz, um sich selbst, um ihre Familie, um ihre Beziehung, sondern im Hintergrund kommen die Rebellion, die eben diese Gilde und diese Machenschaften und diese perfekte Welt auflösen möchte. Flawed hat mich damals begeistert. Flawed war ein unglaublich toller erster Teil. Es ist ja der erste All-Age-Roman von Cecilia Ahern. Und es ist eine unglaublich gelungene Dystopie. Es ist eine geniale Idee, die sich auch im zweiten Band weiterzieht. Und ich bin ein absoluter Fan von Celestine, denn Celestine reagiert so, wie ich gefühlt auch ticke. Wo ich oft bei weiblichen Protagonisten sage, oh Mädel, mach das so und so, mach das anders. Und Celestine macht das. Celestine ist im richtigen Moment trotzig, sie ist intelligent, sie weiß genau, was sie will, sie versucht es durchzusetzen. Aber, da kommt das große Aber, sie macht es eben nicht auf jeden Verlust hin, sondern sie weiß eben auch genau, dass alles, was sie tut, was sie sagt, eine Konsequenz hat. Denn sie musste es ja buchstäblich am eigenen Körper erfahren, was es bedeutet, wenn man sich gegen die Gilde im Grunde wehrt. Und wir verfolgen eben ihren Weg dann als Gekennzeichnete und wie sich im Hintergrund eine Rebellion ihr Gesicht zum Gesicht der Rebellion macht. Und wer jetzt sagt, ja, das erinnert ein bisschen an Panem, natürlich, es gibt ja schon mittlerweile unglaublich viele Dystopien und man kann durchaus sagen, dass es ein Hauch von Panem ist, ein Hauch von der Nachtsonne hat und ein Hauch von allerlei anderen Dystopien, die es eben auf dieser Welt gibt. Aber, und das Besondere ist wirklich bei Flawed und Perfect, dass die Protagonistin einfach toll erschaffen ist. Der Charakter von Celestine ist wirklich perfekt. Ich finde, der ist, auch die Welt ist wunderbar erschaffen. Es gibt so im zweiten Teil die ein oder andere Länge, auch das ein oder andere sehr klischeehafte. Nicht was die Menschen angeht und ihren Charakter oder gar eine Dreierbeziehung oder irgendwas, nein. Ja, es gibt auch eine kleine Liebesgeschichte, keine Frage. Und es gibt auch die Einsicht, dass sich Menschen verändern. Und das ist alles einfach so, auch gerade in diesen jungen Jahren. Aber es gab im zweiten Teil tatsächlich so die ein oder andere Wendung oder Erzählung, die mich sehr
an Dinge erinnert hat in der realen Welt, was mich persönlich dann so ein bisschen gestört hat, wie sie dargestellt wurden. Das ist so mein Kritikpunkt am zweiten Teil, dass mir da manches vom, wie es übernommen wurde, nicht gefallen hat. Und ich möchte jetzt gar nicht spoilern oder zu viel verraten. Das war wäre jetzt bei mir wirklich, was so ein bisschen den zweiten Band schlechter macht als den ersten. Die Geschichte wird im Grunde nahtlos erzählt. Man könnte das Buch auch so innerhalb einer Geschichte sehen und erzählt bekommen. Und es ist spannend, es ist actionvoll, die Charakterentwicklung ist toll, die Dialoge sind wirklich brillant, die haben echt Spaß gemacht. Und mir gefällt einfach Celestine. Aber es gab wirklich so im zweiten Teil das ein oder andere, was ein bisschen unspannender war. Man wusste so ein bisschen gefühlt relativ früh, wo es hingeht, wie es wohl eintreffen wird. Und so manche Wendung war dann auch nicht mehr ganz so überraschend, wenn man einfach das Prinzip verstanden hat. Und eben die Darstellung von ein, zwei Dingen, die geschichtlich in unserer Welt irgendwo mal eine Rolle gespielt haben, fand ich eben auch nicht ganz so schön erzählt. Dennoch ist es eine wirklich absolut gelungene Reihe, die mir trotz der zwei, drei Kritikpunkte unglaublich gut gefallen hat. Und ich finde wirklich, der Erzählstil ist schnell, er ist lebendig, er macht Spaß, man kommt gut voran in der Geschichte. Das Hörbuch hat ja jetzt, glaube ich, auch 12 Stunden gedauert. Das war gefühlt nichts. Gut, ich höre auch mit einer anderen Geschwindigkeit, aber ich kann meine Hörbücher nicht auf einer Geschwindigkeit hören, weil ich brauche für 500 Seiten nun mal keine 12 Stunden. So viel Zeit habe ich erstens gar nicht und es wäre dann auch einfach viel zu langweilig und wäre nichts zum Anhören für mich. Und dementsprechend läuft die bei mir ein bisschen schneller, dementsprechend war es ein bisschen schnellere Zeit, aber ich fand es unglaublich gut erzählt. Auch die Stimme, Maria Brettschneider, glaube ich, ist die Stimme, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, fand ich großartig und man kann der Frau eben auch in Schnelligkeit zuhören, was bei manchen Stimmen nicht funktioniert, weil die sich dann schnell überschlagen und das macht sie einfach auch großartig sprachlich. Und jeder, der Dystopien gerne mag, der die Nachtsonne toll fand, der Panem toll fand, der wird auch hier wirklich seinen Spaß haben und Cecilia Ahern schafft es hier, mich auch sehr, sehr zu begeistern, auch mit ihren jugendlichen Charakteren, die trotzdem unglaublich viel Tiefe haben, eine tolle Entwicklung haben und eben zeigen, ja, wo der Weg manchmal so ein bisschen hingeht. Und fand ich einfach toll. Es hat Spaß gemacht, trotz der 2, 3 Kritikpunkte im zweiten Teil, finde ich das wirklich eine gelungene Reihe, die mir in dieser Woche neben Stephanie Meyer wirklich gefallen hat und mich immer wieder eher animiert hat zu hören, als selbst zu lesen. Und so ist es natürlich manchmal. Ja, dann ein viertes Buch, was ich angefangen habe mit einigen anderen zu lesen. Und zwar ab dem 4. Januar haben wir Terror gestartet von Dan Simmons. Dazu gibt es eine Facebook-Gruppe, die ihr unten auch in der Infobox findet. Ja, wir wurden angefixt von dem lieben Thorsten vom Kanal Toto Liest, auch sein Kanal in der Infobox natürlich. Und er hat unglaublich geschwärmt von Terror und das Wetter passt diese Woche einfach perfekt. Bei der Terror handelt es sich um ein Schiff, das die Antarktis, diese Route in der Antarktis durchfahren wollte, zusammen mit der Erebus. Und das ist historisch auch so belegt. Also dieses Schiff gab es tatsächlich. Dieses Schiff ist nie wieder aufgetaucht, wurde irgendwann gefunden. Und Dan Simmons stellt sich jetzt eben geschichtlich die Frage, was könnte denn passiert sein auf dieser Reise, auf diesem Schiff? Und das umgeben vom ewigen Eis. Und man ist dann eigentlich froh, dass es bei einem selbst nur minus 11 Grad hat und nicht minus, ich glaube, 45 Grad, wo einem alle Klimaten einfrieren können innerhalb von Sekunden. Ja, ihr seht, ich lache. Es ist manchmal sehr unterhaltsam in diesem Buch. Man hat hier Charaktere. Also ich habe ja noch nicht so viel, ich bin ja gerade erst bei Seite 118, also ich habe erst 2 Leseabschnitte zum jetzigen Zeitpunkt, ich hinke leider nach, heute wäre schon Leseabschnitt 4, ich musste aber einfach perfekt zu Ende hören, ja, aber ich hole auf jeden Fall auf heute, ich habe noch ein bisschen Zeit heute. Es ist halt einfach so, dass wir hier im Jahr 1800 irgendwas starten, 1800, ich habe es mir schon wieder nicht gemerkt, 1847 starten und die Menschen einfach vor 170 Jahren anders gedacht haben als wir. Sie haben anders über Probleme nachgedacht, anders über sich selbst. Sie haben sich doch manchmal sehr über die Dinge gestellt. Umso mehr Sterne sie scheinbar in der Militär, in der Armee hatten, umso größenwahnsinniger wurden sie, hat man zumindest so im Gefühl. Und manchmal muss man über diese Kolonialherrschaft fast schon lachen.
Ja, ihr seht, ich habe mich da gut unterhalten gefühlt. Es ist atmosphärisch sehr gelungen, dieses Schiff, auf dem wir uns befinden. Wir machen auch so den ein oder anderen Zeitsprung. Es gibt auch Tagebucheinträge. Hat es wirklich in sich und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also der Einstieg war unglaublich gut. Es ist spannend, es ist packend. Es gibt Charaktere, die sich herausstellen, dass sie wichtiger sind, scheinbar gefühlt nach 118 Seiten. Das Buch hat insgesamt 992 Seiten, also es ist wirklich nur ein klitzekleiner Teil, den wir jetzt erst gelesen haben, und dazu wird es auf jeden Fall in der nächsten Woche mehr geben und dann auch natürlich in 2 Wochen, wenn das Buch beendet ist. So lange lesen wir an dem Büchlein, ich meine, 1000 Seiten muss man sich natürlich ein bisschen einteilen. Und ja, bisher passt das Wetter draußen, meine Stimmung passt zu diesem Buch und ich freue mich sehr, dass ich da jetzt in meiner Urlaubswoche wunderbar darin lesen werde. Mal gucken, was ich parallel lesen werde, und freue mich wirklich sehr auf diese Geschichte und glaube, dass uns Thorsten da wirklich einen ganz, ganz tollen Tipp gegeben hat. Neben den Büchern gab es in dieser Woche natürlich auch Serie, und zwar habe ich mit der 6. Staffel von Game of Thrones begonnen. Wurde mir ja zu Weihnachten vom Christkind geschenkt und ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 6 oder schon 7, weiß gar nicht. Ah ja, Folge 7. 7 und 8, genau, ist auf der DVD. Und es ist ja das zweite Mal, dass ich die 6. Staffel sehe, und ja, hier zeigt sie wieder ihr Potenzial. Während ich ja von der 5. Staffel tatsächlich so ein Hauch gelangweilt war, bin ich hier wieder mittendrin und bin wirklich begeistert. Freue mich aufs Ende gucken und bin dann mal gespannt, welche Serie als nächstes folgen wird. Ja, wahrscheinlich mal irgendwas auf Netflix. Für was habe ich Netflix, wenn ich so selten gucke? Weil ich da tatsächlich jetzt auch ein paar Filme geguckt habe. Aber mal gucken, was sich da so findet. Ja, finden tut sich auf Netflix die 2. Staffel der Shadowhunter-Reihe, die ja zu den Chroniken der Unterwelt gehört. Und ich habe ja letztes Jahr die 1. Staffel so am Stück angeguckt und habe die für gut befunden, nicht für sehr gut, nicht für extrem packend und spannend und genial, sondern für gut befunden, und habe mich sehr gefreut, dass es diese Woche weitergegangen ist. Da haben wir eben Folge 1 von Staffel 2 ansehen können, die jetzt schon ein bisschen weiter weg von der Buchvorlage ist. Also es ist ja nicht direkt eine Buchadaption, sondern eher, dass man eben alles Mögliche an Wissen und Geschichte dieser Unterwelt, dieser Schattenjäger im Grunde in diese Staffeln packt. Das ist ja auch keine 1:1 Verfilmung, also dass das erste Buch der ersten Staffel entspricht oder umgekehrt, sondern dass es so ein bisschen willkürlich durcheinander geht und die Vorkommnisse eben so mehr oder weniger nacherzählt werden. Finde ich auch in Ordnung. Wenn man das weiß, kann man sich darauf einstellen, und es klappt komischerweise relativ gut, dass ich das tatsächlich trenne, auch wenn mir manches in der Serie nicht ganz so gut gefällt. Ja, unter anderem so mancher Schauspieler, aber das ist was anderes. Das so als Info: wer auf die Shadowhunters wartet, der hat diese Woche dienstags, glaube ich, die 1. Staffel sehen können, und den Vogel habe ich mit meiner Katze auch gesehen, der gerade am Fenster vorbeiflug. Ja, und das geht, glaube ich, jetzt immer dienstags ist dann die Serie verfügbar auf Netflix, und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, das jetzt regelmäßig ansehen zu können. Dann habe ich zusammen mit meiner Schwester Smaragdgrün auf DVD angesehen, und ich kann nur sagen, lass die Finger davon. So eine schreckliche Buchverfilmung habe ich noch nie gesehen. Ich frage mich, wie Kerstin Gier dieser Buchverfilmung so, ja, eigentlich zusagen konnte, wie sie zustimmen konnte. Ich meine, der erste Teil Rubinrot war ja noch ansatzweise annehmbar. Und dann bei Saphirblau und Smaragdgrün, da kann man eigentlich nur schütteln. Meine Schwester und ich haben uns über so manches im dritten Teil aufgeregt, kopfschütteln, gemeckert, und oh, es war einfach nur schrecklich. Also das ist, ja, kein Wunder, dass der Film, glaube ich, nur 2 Wochen in den Kinos lief und dann eigentlich recht schnell klar war. Ich meine, ich finde es schön für alle Bücherfans und Filmfans, dass es den dritten Teil tatsächlich noch gibt. Bei der Bestimmung lässt man ja jetzt im Grunde 3.2, glaube ich, komplett weg. Den dreht man erst gar nicht mehr, weil der auch so gefloppt ist. Dabei war der erste Teil wirklich gut von der Verfilmung. Aber hier kann ich aber nur sagen, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja, geht einfach gar nicht. Dann ist das Leseclub-Buch für Januar gewählt worden, mit dem wir am 21. Januar starten werden. Und zwar ist es ja so, dass Alicia im Dezember Geburtstag hatte, ich im Januar, und Phil wird im Februar Geburtstag haben und wir uns ja für Geburtstagsmonate, Geburtstagssubs entschieden haben, indem wir jeweils das Geburtstagskind des Monats eben 3 Bücher zur Verfügung stellt und über die abgestimmt wird. Und eins von Alicias Subbüchern war dann Delirium von Lauren Oliver.
ist der Auftakt einer Trilogie, wenn ich mich nicht irre. Und mit diesem Buch starten wir am 21.01. in unserem Leseklub. Wie ihr seht, die Einteilung ist schon vorgenommen. Ich freue mich sehr, da es auch schon ein langjähriges Subbuch von mir ist. Ich habe das, glaube ich, mal gebraucht bei Rebuy oder irgendwie wo bestellt. Es ist zumindest kein Menge-Exemplarstempel. Und hier ist es ja auch eine dystopische Welt, wenn ich mich recht erinnere. Und hier heißt es, früher in den dunklen Zeiten wussten die Leute nicht, dass die Liebe tödlich ist. Sie strebten sogar danach, sich zu verlieben. Heute und in Lenas Welt ist Amor Deliria Nervosa als schlimme Krankheit erkannt worden. Und die Wissenschaft hat ein Mittel dagegen gefunden. Auch Lena steht dieser Eingriff bevor, kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Danach wird sie geheilt sein und sich nie mehr verlieben. Niemals. Doch dann lernt sie Alex kennen und kann einfach nicht glauben, dass das, was sie in seiner Gegenwart spürt, schlecht sein soll. Also ich hoffe ja, dass die Protagonistin hierin nicht vor Liebe brennt und zersplittert, sondern es irgendwie doch ein bisschen sachlicher zu Rande geht sozusagen und wir nicht eine extremste verzweifelte Jugendliche erleben, wie sie die erste Liebe empfindet, sondern wir tatsächlich in dieser Dystopie, wo eben Liebe aus uns raus operiert wird, spannend und interessant bleibt. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich auch drauf, wenn uns die erste Geschichte gefällt. Der erste Teil ist ja, glaube ich, aktuell sogar die komplette Trilogie schon da. Also könnte man direkt auch weiterlesen, was ich zusammen mit meiner Katze, die mal wieder da sitzt und mich beobachtet, sehr, sehr gut finde. Also wer Lust hat auf Delirium von Lauren Oliver, der kann sich am 21. Januar unserem Leseklub anschließen. Alles dazu natürlich auch in der Infobox. Was gibt es zur letzten Woche noch zu erzählen? Ich hatte Freitag frei. Bei uns ist der 6. Januar ja ein Feiertag, Heilige Drei Könige. Und ich durfte nicht an diesem Feiertag arbeiten, da ich ja die kommende Woche Urlaub habe und so einen Tag mehr Urlaub sozusagen nutzen konnte. Das hat mich sehr gefreut. Dann ist diese Woche ein Neuzugang bei mir eingezogen, und zwar das Dezemberbuch von Jackie Fellgut, von Wörtern berührt. Das ist ihr letztes, 12. Buch aus ihrer 12 Bücher in 12 Monaten Reihe und ich musste es natürlich haben, habe es mir diese Woche auch heruntergeladen und werde das in nächster Zeit auf jeden Fall lesen. Freue mich sehr darauf, denn die Geschichte klingt auch wieder unglaublich schön und spannend und wird perfekt sein, um vielleicht sogar in meinem Urlaub gelesen zu werden oder kurze Zeit danach. Ich glaube, ich brauche so etwas Herzerwärmenderes bei minus 17 Grad und Schnee und ekligem Wetter und hoffe, dass mich da die Geschichte auf andere Gedanken bringen wird. Ansonsten gab es die Woche, glaube ich, filmtechnisch nichts Interessantes. The Passenger ist gestartet am 5. Der neue Film mit Jennifer Lawrence. So ein Science-Fiction-Film, den ich gerne vielleicht jetzt im Urlaub sehen werde. Mal gucken, ob ich da ins Kino komme. Denn ich habe in der kommenden Woche ja auch einiges vor. Es gibt am Dienstag, den 10. Januar, ein neues Steffi Talks with Authors Hangout mit der lieben Adriana Popescu. Ich freue mich mega darauf, als erster Gast im neuen Jahr Adriana bei mir zu haben, passend zum Erscheinungstag ihres neuen Buches, das sie ja unter Pseudonym veröffentlicht hat. Das ist der zweite Teil der New York Diaries Reihe. Ich freue mich sehr, sehr auf das Buch und natürlich dann auch auf sie. Und am Mittwoch gibt es ein Kingsiana Hangout zusammen mit Paddy, Phil und Thorsten auf Thorstens Kanal. Auch da werden wir ein bisschen über allerlei gemischte Dinge sprechen. Freut euch also auf einen Hangout, auf eine Hangout-Woche, die jetzt da folgt. Also ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf und bin auf beide sehr gespannt und freue mich auf tolle Abende mit lieben und tollen Menschen und tollen Themen und natürlich auch mit euch im Live-Chat. Wenn ihr Fragen habt zum Hangout mit Adriana, dann gerne auf Facebook oder Instagram, da wird jetzt ein Bild auch online sein oder dann auch gerne schon hier. Ansonsten natürlich auch sehr, sehr gerne dann im Live-Chat mit Adriana wird es losgehen um 19.30 Uhr und bei Thorsten werden wir um 19 Uhr sein. Folgt mir da gerne auf Facebook und Instagram, das seht ihr dann auf jeden Fall alles an Informationen an den Tagen direkt noch. Ansonsten gibt es in der kommenden Woche am Donnerstag noch ein Video von mir. Da wird es um Bob der Streuner gehen, um das Buch, um die Buchverfilmung und es wird ein kleines Gewinnspiel geben. Und dann ist ja im Grunde meine Urlaubswoche auch schon wieder rum.
Also sie wird hoffentlich sehr langsam vergehen, eingesperrt zu Hause mit Rollo unten und ich werde in den Winterschlaf verfallen und ja, einfach nichts tun. Es ist nichts tun geplant. Ich weiß, manche können gar nicht verstehen, wie man sich nichts tun vornehmen kann. Ich habe das ganz gerne und man hat im Winter ja auch kein schlechtes Gewissen, wenn man so gar nichts tut. Dementsprechend, ja, ich habe zwar vor, ein bisschen zu wellnessen, mal in die Therme zu fahren, muss mal gucken, wie das Wetter ist. Bei glatten Straßen bin ich da kein Freund von. Und ich habe auch ein, zwei Dates mit Freunden und auch am Donnerstag ein bisschen was vor. Das ist jetzt der Wink mit dem Zaunfall. Ja, verrate aber nicht wozu. Das müsst ihr selbst herausfinden. Und ja, freue mich da wirklich sehr auf die kommende Woche, auf die Urlaubswoche und aufs Nichtstun. Ja, ich freue mich da echt drauf. Mich ein bisschen den Büchern widmen, Serien, Filmen, meinem Bullet Journal widmen. Ich arbeite aktuell an dem Lesevorhaben für 17, wo ich euch noch ein Video dazu machen werde. Und ja, ich glaube, ich muss mal um mich herum gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich sehe auch nichts weiter auf meinem Zettelchen. Ich glaube, ich habe euch alles zur letzten und zur kommenden Woche, was ich so erzählen kann, erzählt. Ja, der 1. Januarwoche ist rum mit 3 Büchern, wovon schon mal 2 wirklich der Knaller waren. Ich finde, das ist wirklich ein guter Schnitt. Und auch Terror ist ja wirklich sehr, sehr gut gestartet und freue ich mich auf jeden Fall aufs Weiterlesen. Und ich denke, das war es jetzt soweit auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die Woche und ihr denkt vielleicht mal an die Urlauberin, die hier eingeschneit sitzt. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja im Terror-Lesekrüppchen und lesen gemeinsam diesen spannenden Roman, der hoffentlich so bleibt, wie er bis jetzt angefangen hat. Und ich wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Hangout am Dienstag und Mittwoch dabei seid. Und sende jetzt einfach ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.